Hey Matt, ich bin jetzt soweit. Ich habe ein bisschen BP gefarmt. Nicht super viel, aber genügend, um erstmal weiterzumachen. Außerdem hat der Direktor mich angerufen und gemeint, jo, das ist voll krass, das kannst du krassere Missionen machen und so. Und by the way, oben diese Leiste, wenn die voll ist, dann gibt es eine Mission, die 100 BP oder direkt noch mehr sogar bringt. Also immer schon die BP machen, kriegt ihr genug und dann könnt ihr hier weiterkommen. Wir haben lange noch nicht genug für alles hier, aber es sollte fürs Erste reichen, um gegen die Top 4 anzutreten. Also als Erstes machen wir Matt. Er hat nämlich die Herausforderung, dass wir Zutaten irgendwo holen sollen. Also machen wir das jetzt. Okay, warte kurz, ich bereite alles vor. So, wie funktioniert das genau? Stehen jetzt einfach um mich rum oder wie? Oh. Ein Picknick. Und da ist ein Trainer. Und da sind gleich mehrere. Als Erstes musst du die Mitglieder der Liga AG überzeugen, dir ihre Zutaten zu überlassen. Du kannst dir bestimmt denken, welche Zutaten man für ein feurig scharfes Sandwich braucht. Sobald du die nötigen Zutaten gesammelt hast, melde dich wieder bei mir. Gut, dann leg mal los und zwar jetzt! Top 4 Challenge, bereite ein feurig scharfes Sandwich zu. Okay. Wenn du gewinnst, gebe ich dir einen Kartoffelsalat. Was, in einem Kampf oder was? Dann musst du ihn in einem Kampf verdienen. Okay. Also die Top 4 funktioniert scheinbar genauso wie Arenaleiter. Es sind einfach 4 Arenaleiter, basically. Okay. Also sind ja alle Typ Feuer, glaube ich. Oder zumindest größtenteils. Ah ja, habe ich noch gleich erwähnt. Ich habe jetzt mein Delphi-Man rausgetan, denn es wurde wieder ein bisschen zu overlevelt. Deshalb dachte ich mir, ich tue es mal lieber raus. Und habe stattdessen mein süßes kleines Bellyball drin, was sich immer auflädt, wenn es jemand angreift. Also danke schön fürs Aufladen. Und jetzt Aquaknarre! Ich denke, Aquaknarre wird uns hier auf jeden Fall ein bisschen mehr weiterhelfen. Bei 2 Pflanz-Pokémon, die wir haben. Oh, fast gekillt. Ja, aber das Problem ist ja, dass ich nur 5 Pokémon habe. Ich weiß halt wirklich nicht, wen ich als 6. in mein Team tun soll. Deshalb habe ich jetzt einfach nur 5 Pokémon drin. Ich meine, theoretisch könnte ich noch eins von meinem anderen Team reintun. Ne, Bellyball ist ja eins von meinem anderen Team. Aber, weiß ich jetzt nicht, ob ich darauf Lust habe. Und ich habe nur darauf gewartet, bis die Flammenwurf einsetzen. Aber Sir Driplin überlebt das normalerweise. Und ich weiß jetzt auch, wie ich ihn entwickle. Das wird noch ein klein bisschen dauern. Aber es ist... Wenn man an der Stelle ist im Spiel, dann ist es offensichtlich, wie man ihn entwickelt. So. Oha, dass wir das überlebt haben. Krass. Hat sie noch ein Pokémon? Ich habe nicht aufgepasst, ehrlich gesagt. Ich glaube aber nicht. Mann. Immer diese langen Sequenzen hier mit so winzig kleinen Änderungen. Nee, mehr hat sie nicht. Das heißt, das war's schon. Zack, bumm, platsch, tot. Okay, die erste Zutat haben wir. Wir sollen uns aber auf jeden Fall nochmal heilen. Ich habe nicht eingekauft, aber ich sollte eigentlich noch genug Heil-Items haben. Im Normalfall habe ich das. Level 91 schon. Boah, viel zu hoch, ey. Ich kann ihn hören. Der Kartoffelsalat spricht zu mir. Der Kartoffelsalat. Ich gehe mal davon aus, dass wir einfach alle Zutaten hier nehmen sollen und dann haben wir es geschafft schon. Was? Mein Kartoffelsalat meint, dass er mit dir mitgehen möchte. Okay. Mit Kartoffelsalat in der Tasche wird man von ganz allein wieder fit. Oh, danke. Ich habe mich sogar geheilt. Sehr, sehr nett von ihr. Hä? Wenn ich X drücke, dann komme ich nur zu Zutaten. Ich kann meine Pokémon gar nicht ansehen. Na gut, dann muss ich wohl mit den Pokémon weitermachen. Hier sind noch 2. Brauchst du Mayonnaise? Ja, komm. Wenn du einen Kampf gegen mich gewinnst, gebe ich dir eine Flasche. Junge, musst du wirklich jetzt gegen alle von denen kämpfen? Das sind ja wie 10 Leute oder so. Es könnte etwas dauern, aber ich hoffe nicht, dass das stimmt. Bridget. Pyroleo und Pyroleo, aber in männlich und in weiblich. Da ist einfach nur das Design anders. Ich glaube, sonst ist, soweit ich weiß, nichts anders. Also es sollte nichts anders sein. So, ich hoffe, meine Taktik funktioniert so mit meinem Sir Driplin, weil er überlebt ja glücklicherweise Feuerattacken. Ich
Ich denke, der Drachentyp hilft damit. Aber jetzt wird es langsam ein bisschen knifflig. Aber Dynamo hilft. Ach, so wenig Damage. Ja, Kapitara ist eine schwache Attacke, ne? Aber ich glaube nicht, dass ich ihm eine andere Wasserattacke geben könnte jetzt, oder? Weiß ich nicht. Geil! Echt geil, okay. Nee, stopp. Wir machen das so. Der ist down und du switchst raus. Genau, ich habe den Pokémon auch ein neues Item gegeben. Ich tue Ogerpon rein. Ich will mal herausfinden, wie lange Ogerpon mit der Wassermaske hier Feuer-Pokémon überlebt. Vielleicht wechseln wir auch nochmal die Maske bei den anderen Leuten. Aber ich denke, Wasser ist hier am besten. Offensichtlich. Ja, meine Pokémon schlagen sie auf jeden Fall gut. Vor allem, weil Bellibold ja underleveled ist. Ich habe extra ein etwas underleveltes Pokémon reingezahlt, was trotzdem halt sehr krass ist, weil Bellibold ist meiner Meinung nach schon ein krasses Pokémon. Und Level Up hat es sich verdient. So. Wasser darauf und nochmal Wasser darauf. Krankenkeule. Bonk. Mein süßes kleines Ogerpon. Sie kriegt hier alle platt. Stimmt, vielleicht soll ich sie einfach auf zweite Stelle tun. Das war eine majestätische Niederlage. Ja, I guess. Du hast meine Nase, wie versprochen. Wir verkaufen eine kulinarischen Reise. Ich heile noch schnell dein Team. Da gibt es keinen schlechten Nachgeschmack. Danke. Ne, ich kann nicht mein Team wechseln jetzt. Ist ja so. Drei Zutaten für eine. Boah, habe ich Cooldown. So ein Dings mit Kartoffeln wäre jetzt genau das Richtige. Würdest du eine Portion von dem Dings mit Kartoffeln gegen meine drei Zutaten tauschen? Da, du meinst Kartoffelsalat? Genau, Kartoffelsalat. Ja, das ist das Dings, auf das ich solchen Appetit habe. Hier, drei Zutaten. Ah, Zwiebel, Gurke und Rohrschinken. Ah, das ist interesting. I like it. Okay, wir haben hier noch zwei und dort noch drei. Drei Zutaten für die richtige Antwort. Ich schenke dir drei Zutaten, wenn du mein kleines Zutaten-Quiz absolvieren kannst. Du musst mir nur zeigen, was dabei herauskommt, wenn man Eier, Öl und Essig kombiniert. Mayonnaise? Ganz genau, Volltreffer, Mayonnaise. Du weißt echt viel über das Kochen, was? Ich hab geraten, Bro. Ja, hast du jedenfalls die versprochenen Zutaten. Ei, Olivenöl und Essig. Ach, ich habe einfach genau die Sachen jetzt bekommen. Lol. Chili-Soße oder Ketchup? Hat jemand eine grüne, knackige Gurke übrig, die er mir überlassen würde? Du da, falls du eine Gurke hast, würde ich sie gegen Chili-Soße oder Ketchup tauschen. Ich will die Chili-Soße. Oh, das ist sogar schon geschnitten. Der reinste Gurkenluxus. Ja, bitteschön. Was mit einem anderen Item? Wenn du willst, kannst du mir die Chili-Soße zurückgeben und dafür den Ketchup haben. Ah. Boah, das weiß ich jetzt halt nicht. Okay, was habt ihr denn? Jetzt ein Ei. Boah, jetzt ein Ei, das wär's. Warum bringt mir denn niemand ein Ei? Wenn du mir ein Ei gibst, kriegst du ein Würstchen. Okay. Yippie, endlich hast du ein witziges Würstchen. Okay. Marmelade und Senf. Ich habe Marmelade und Senf übrig und weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Im Tausch gegen Essig kannst du eins von beiden haben, interessiert? Boah, was brauche ich denn? Feurig scharf. Senf ist ja... würde ich mal sagen, oder? Okay, und du willst kämpfen. Möchte jemand einen Jalapeno? Verpflichtend zugegeben, mir fehlen noch zwei Zutaten. Ich gebe dir einen feurig scharfen Jalapeno, wenn du mir dafür rohen Schinken und Olivenöl gibst. Jo, ah, da will ich kämpfen, okay. Ja, da hat jemand eine Spendierhose an. Bam. Okay, ja, Senf sollte richtig sein und Chili-Soße. Wir wollen ja scharf haben. Das steht ja oben scharf, feurig scharf. Wir versuchen es mal. Ah, willst du deine gesamten Zutaten umwandeln? Ein feurig scharfes Sandwich? Jo. Wow, dein innerer Hell steht ja auf Stichflamme. Ich freue mich schon auf einen feurigen Genuss. Macht dir nicht so viele Hoffnung. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Du machst die Zwiebeln, Chorizo, Jalapeno, Mayonnaise, Chili, Senf und den Flammenpiekser mit Magbrand. Schön. Okay, erstmal die großen Sachen, würde ich sagen. Okay. Boah, da kriegen wir aber auch selber Hunger, oder? Was sagt ihr? So, zack.
Zack. Und die Jalapeno. Sieht aus wie Gurke. Oder? Ich hab's halt noch nie gegessen, deshalb, keine Ahnung. Guck, wie schön ich das gemacht habe. Voll hübsch, oder? Boah, also, kommt schon, das ist doch schön. Vielleicht jetzt nur die Soßen, aber scheinbar muss man die nicht selber drauf tun. Wird automatisch gemacht. Ah, okay, jetzt zählt man als Dip. Alright. Oh, er muss essen. 4, 5 Mark, 6 Mark Prinz? Alter, er hat 6 Mark Prinz im Team. Was? Sag mir nicht, ich muss wirklich gegen 6 Stück kämpfen. Oh, das war richtig. Spezialsandwich von Michael. Die Schärfegöttin nickt dir zufrieden zu. Klug von dir, scharfe Zutaten zu verwenden. Ja, was soll ich denn sonst machen, Alter? Für mich persönlich hätte es noch etwas schärfer sein dürfen, aber lecker war es definitiv. Jedenfalls hast du meine Top 4 Challenge zweifellos bestanden. Yeah! Mit diesem brennenden Pokéball. Da wohnt ein Lumanda drin. Auf dem Rückweg zum Platz kann ich das Brennen auf meiner Zunge noch ein bisschen genießen. Mhm. Ich muss eigentlich sagen, dass ich die 4 Typen von den 4 Top 4 Liedern hier sehr cool finde. Feuer natürlich auch. Also die anderen 3 haben ja auch ein bisschen speziellere Typen. Und er ganz normal Feuer, aber man muss sagen, Feuer-Pokémon zu haben ist nicht so einfach in diesem Spiel, ne? Meine Challenge hättest du erledigt. Bleibt nur noch der Top 4 Kampf gegen mich. Bist du bereit, gegen mich so anzutreten? Klar. Aha, ein Pokémon-Kampf kommt sofort. Diesmal steht mein innerer Herd auf Stichflamme. Okay, mal gucken für wie lange, Kumpel. Ich mag aber sein Design, sieht cool aus. Da wären wir, Maike. Du und Joe, ihr kennt euch ja schon länger und es scheint da eine Sache zwischen euch zu geben, die noch nicht ganz gegessen ist, hä? Levi scheint derweil sein eigenes Süppchen zu kochen und irgendwas auszuhacken. Ich hasse diese Geheimniskrämerei. Warum muss man Dinge so kompliziert machen? Wenn man was zu sagen hat, sollte man es einfach sagen und dann handeln. Ich halte mich nicht gerne in den Details auf. Sowas liegt mir nicht. Wenn ich kämpfen will, dann kämpfe ich. So einfach ist das. In diesem Sinne, ich bin Matt von den Top 4 und hier im Savannenareal haben meine Feuer-Pokémon das Sagen. Ich will gewinnen, also stell dich darauf ein, abserviert zu werden. Okay, der Flottball wird gekocht. Okay, wen hast du da gefangen? Matt. Oder Matt. Ich sag Matt. So, Herzenspartner. Leute, warum scheint das da? Dann wollen wir den Herd, nein, den Gegner mal ordentlich einheizen. Die Musik ist cool. Oh, boah, ist der underleveled. 77. Und ich dachte, ich war underleveled. Nope. Okay, versuchen wir mal Donnerblitz. Und gegen Rotom. Schätze, Traumpuls. Das ist ein Feuer-Rotom, das heißt Elektrofeuer. Daneben. So, und Elektro-Attacken auf den Vogel da. Ernsthaft? Wer überlebt das? Wow, mit der Attacke hättest du fast mein Feuer der Begeisterung gelöscht. Aber nur fast. Hä, was passiert? Warum hat mein Pokémon auf einmal so viel Schaden genommen? Wieso hat er 2 Texte auf einmal? Ah, er hat ein Item. Okay, ich konnte da nichts für. Okay, verstehe. Fokus-Score, damit überlebt er. Mindestens einen Angriff immer. Das war strong damage. Machen wir das gleich nochmal. Nur Aquaknarre diesmal. Ah, ich hätte vielleicht doch lieber die andere Attacke einsetzen sollen. Er hat. Mist. Ja, okay. Das ist jetzt meine Schuld. Oh no. Ja, vor allem jetzt hätte Delphi mir natürlich geholfen in diesem Kampf, aber dann wäre es auch zu einfach gewesen, oder? Ja, Mist. Mist. So, aber zumindest kann Rotom verschwinden von der Bühnenfläche. Geh zurück in dein Handy. Die Mikrowelle war das, glaube ich, oder? Ich glaube, das war die Mikrowellenform. Alright. Wie viele Pokémon hat er eigentlich? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Kam ein Ruck, war klar. Habe ich sowieso schon erwartet. 6 Pokémon. Hm. Nice. Alright. Versuchen wir es erstmal weiter, so wie wir es die ganze Zeit machen, oder?
Ja, komm, mal rum, das Bodenfeuer, deshalb würden Elektroschocken gar keinen Sinn gegen ihn machen. Warum macht das weniger Damage auf einmal? What? Aber das macht schön Damage. Ich meine, okay, ich verliere dadurch ein bisschen KP, aber jetzt auch nicht so viel. Dadurch liegt aber viel mehr an. Nein, ich hätte Voltwirks einsetzen sollen. Verdammt, nein. Ich handicap mich auch selber mit nur 5 Pokémon, ne? Okay, jetzt ist natürlich die Frage. Freddy reintun. Das ist die Frage. Jetzt gibt's erstmal Erdkräfte. Und du versuchst mal Fiara auszuschalten. Einfach mal ein bisschen. Ah, Mann, auch mit dem Ruhrort. Weil das ist das dritte Mal, dass der Ruhrort einsetzt, oder? Es hat 5 AP, soweit ich weiß. Außer die haben es irgendwann geändert. Aber zuletzt, als ich nachgeschaut habe auf dem DS oder so, da hatte es 5 AP. Das weiß ich noch. Nice. Ach, 92. 92! Ich bin so overlevel mit Sir Driplin. Deshalb überlebt er so lange. Aber es ist eigentlich vorteilhaft jetzt, schätze ich mal. Oh, normales Kokowai, das kann man hier fangen? Eigentlich nicht, dass ich wüsste, aber er hat sie auf jeden Fall. Ja, buff dich mal. Und du killst Fiaro, oder versuchst es zumindest. Dieses nervige Vogelfieh, wenn ich das in die Federn bekomme, dann wird es so leiden. Ich glaube, wir machen pro Folge einen Kampf, oder? Was meint ihr? What? 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 Okay, immerhin. Immerhin. Aber, Alter. Also. Okay. Ich schätze, ich tue mal Ogapon rein. Ah, da kommt Magbrand, sein Signature, gehe ich mal von aus. Also sein Haupt-Pokémon, sein Main-Pokémon, so hast du mich damit sagen. Und nach den beiden Pokémon hat er noch eins, okay. Rankenkeule auf jeden Fall auf Magbrand. Magbrand ist nämlich Typ Feuer, ich glaube sonst nichts. Ich habe es auf jeden Fall schon mal im Team gehabt, also müsst ihr eigentlich wissen. Du setzt Genesung ein. Im Moment habe ich noch nichts gegen Kukowai, aber er setzt sowieso gerade Schutzschild ein. Perfekt für uns, das ist wirklich perfekt gerade für uns. So, Ranken... Okay, hat ein Item, das wird da überlebt. So, aber trotzdem recht viel Damage. Ja, fast down. Ja, wegen seiner Beere hat er weniger Damage genommen. Oh oh, nicht Hitzewelle. Nein! Gut, dass ich Genesung eingesetzt habe. Aber ich habe damit jetzt nur das Gehalt, was ich gerade verloren habe. Ja. Okay, egal. So, machen wir das Gleiche. Versuchen wir es. Versuchen wir es einfach mal. Es könnte nämlich funktionieren, weil er ist jetzt nämlich erstmal down. Somit keine Hitzewelle für Sir Driplin. Und Kukowai wird mich sowieso nicht killen, oder? 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 Nein, nein. Nope, nope. So, was ist dein letztes Pokémon hier? Vor allem, ich merke es erst jetzt. Kukowai hat der. Das ist nicht mein Feuer-Pokémon. Ich merke das erst jetzt. Oh Gott, nicht Logok. Ein Starter. Starter-Pokémon sind immer gut. Also, fast immer. Aber Logok ist auf jeden Fall ein gutes Pokémon und Kampffeuer, ich sollte Angst haben. Und das habe ich auch irgendwie. Und das ist nicht schön. Du brennst ja richtig auf die Terrakristallisierung. Dann mal los, Logok, erstrahle in feurigem Rot. Oh no. Die Animation. Ja, Kukowai ist Psycho-Pflanze. Normales Kanto-Bei. Ja, ist Psycho-Pflanze. Das Alola-Ding ist Pflanze-Drache. Statt Psycho. So müsste es sein. So, aber jetzt erstmal. Bam! Idiot! Ach, Ogapon ist so broken. Wie es so auf Boden fällt. Es ist völlig zerstört. So, diese einfach diese Pokémon-Stadium-Ansager. Ja, du schützt dich selbst, aber die Frage ist, wie lange kannst du dich noch vor uns verstecken? Nicht mehr lange, das kann ich dir sagen. Bam! Na, okay. Dann musst du ein bisschen mehr machen. Oh, oh. Ja, okay, er lädt so einen Arschstrahl auf.
Also macht nächste Runde kein Schutzschild. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall reinhauen. Ja, das ist reinhauen, genau. Okay. Nein, ein Item. Oh, er heilt sich nochmal. Oh, und das kann ich nicht mehr so wenig. Zitrobeere ist es. Okay. Ich versuch's mit Rattenkeule. Es ist trotzdem eine sehr starke Attacke, auch wenn es nicht effektiv ist. Es macht 100 Damage, also komm schon, es muss reinhauen. Batz. Nicht wirklich. Aber die Zitrobeere hat's weggemacht. I guess. Oh nein, jetzt sind wir nicht auf Ogapon. Die Hälfte. Okay, so, das muss jetzt den Chaos machen. Komm schon. Yes. Victory is ours. Ja. Ich denke mal, er war der Einfachste. Das habe ich mit ihm angefangen. Kaum es stimmt, aber... war auf jeden Fall nicht schwer. Ich wollte gewinnen und hab verloren. Das stimmt. Gut, dass du das eingesehen hast. Finde ich toll. Bravo. Krass, deine Stichflamme hat ja noch heller gebrannt als meine. Dabei hast du nicht mal ein Feuer-Pokémon bei dir. Weißt du, warum ich das Kämpfen so gern mag wie das Kochen? Weil beides so schön simpel ist. Entweder man gewinnt oder man verliert. Entweder man kocht scharf oder eben nicht. Total simpel, oder? Aber gerade ist in der Liga AG gar nichts simpel. Es liegt so eine eklige Spannung in der Luft. Das frustriert mich total. Wie kriegen wir es hin, dass wir in unserer AG wieder Spaß haben können, so wie früher? Sorry, da habe ich den Herd gerade ein bisschen zu weit runtergedreht. Jedenfalls bist du mega stark. Das Feuer im Herzen erhitzt jede Pfanne. Komm, ich brate dir schnell was Leckeres. Yeah! Und Backbrandwache ist schön heiß. Mit deiner Leistung hast du dir eine meiner liebsten Kampfzutaten verdient. Ah, Frustflamme mit LCTM. Das ist not bad. Anwender greift das Ziel voller Verzweiflung an. Wenn seine vorherige Attacke fehlgeschlagen ist, verdoppelt sich die Stärke der Attacke. Not bad. Ja, euch noch viel Spaß. Wenn es ums Erhitzen anderer Dinge als Töpfe und Pfannen geht, stehe ich auf dem Schlauch. Deshalb musst du der Blaubeerliga für mich einheizen, Maike. Das werde ich, auch ohne Feuer-Pokémon. Viel Spaß damit beim Magbrand. So. Ich würde sagen, wir machen uns schon mal auf zum nächsten. Oh, hey Levi. Ja, zukünftiger Champ. Und du hast also gegen das erste Mitglied der Top 4 gewonnen. Ein guter Anfang. Matt ist nicht gerade schwach, nur etwas einfach gestrickt. Aber das mag ich an ihm. Auf der AG saßen wir früher immer zusammen und haben seine Kochkreation verputzt. Das waren noch Zeiten. Selbst ihm scheint die momentane Situation zu schaffen zu machen. Ich habe das Gefühl, du wirst unsere Liga AG ordentlich aufmischen. Also dann. Von den Top 4 musst du noch 3 besiegen. Dann mal viel Erfolg gegen diese Top 3. Die Top 3. So kann man es natürlich jetzt auch sehen. Wenn man möchte. Na gut, ist unser Team geheilt worden? Nö. Dann muss ich erstmal hier wegfliegen. Also hier ist auf jeden Fall eine Heilung. Weiß nicht, ob das anderen auch eine Heilung ist. Und wen machen wir als nächstes? Es gibt noch 3, die wir machen können. Tara hat Typ Fee. Levi hat Typ Drache. Und die andere, wo ich den Namen vergessen habe, hat Typ Stahl. Und bei der würde ich, glaube ich, jetzt als nächstes weitermachen. Und deshalb begehen wir uns mal auf den Weg dorthin. Also, das Gebiet hier haben wir fertig. Savannengebiet. Ich habe mich übrigens auch schon aufs Gehen hier ein bisschen in allen Gebieten umgeschaut. Also, ja. Weiß nicht. Es gibt ja wirklich nicht viel zu zeigen. Ich finde halt tatsächlich diesen DLC relativ boring, weil es halt, ja, es sind halt große Kampfzonen. Oder so, ne? Sowas ähnliches wie in Schwert und Schild. Und sowas fand ich halt langweilig. Naja, auf jeden Fall ist sie hier. Und das ist einfach nur geradeaus in die Richtung. Alright. Hey. Dann gehen wir dort mal hin. Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Genau, ich kann euch jetzt ein bisschen das Gebiet hier zeigen. Was ich euch so erwarten könnte. Aber erwartet hier nicht zu viel. So viel gibt es hier nämlich nicht. Oh, warum nimmt das Item nicht mit? Genau, ab und zu nehme ich auch mal so Items mit. Ich versuche es eigentlich zu vermeiden, aber oftmals nehme ich auch einfach so Items offscreen mit. Bonk. Jetzt zum Beispiel noch ein krasses Item, was gerade verbuggt ist und nicht angezeigt wird. Auch gut, Donnerschlag. Donnerschlag ist nice. Ja doch, wir gehen eigentlich relativ richtig. Da oben auf den Berg, glaube ich, ist sie, oder? Ach, hier ist nochmal das Kokowai. Ich habe gesehen. Hier war gerade ein normales. Und Magby, cool.
Magby ist normalerweise ein etwas selteneres Pokémon, deshalb ist das cool, dass man sie einfach so fangen kann. Und ja, höchstwahrscheinlich werde ich hier den Pokédex auch komplett machen. Nur dann halt entweder offscreen oder in einem Livestream oder so oder beides. Genauso wie ich ja fast alles mache. Offscreen und im Livestream. Aber es bietet sich halt auch gut dafür an, ne? Okay, hier ist die Grenze. Wo ist sie? Ach, die ist weiter unten. Das ist eher in die Richtung, glaube ich. Na, hier so in die Richtung. Da oben vielleicht schon? Das Ding da oben? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß auch nicht. Ich fühle diese ganzen komischen bunten Plattformen hier nicht. Ich weiß nicht, was ihr davon denkt, aber... Ich weiß nicht. Mir gefallen sie nicht so sehr. Ehrlich gesagt. Die sehen so komisch aus einfach. So einfach so mittendrin hier so Plattformen. Ich meine, weiß nicht. Das ist irgendwie weird. Hier ist ja noch nicht mal was. Außer ein Alola Georock. Echt cool. Wo sind wir auf einmal? Gott, ich bin ja ganz falsch. Oder? Ja, bin ganz falsch. Warte mal kurz. Ich muss ja mich drehen in die Richtung, wo ich lang will. Ungefähr hier. Na, okay, ganz falsch bin ich jetzt nicht. Ich muss doch nur in die Richtung hier fliegen. Was da vorne ist, ist das? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen noch weiterziehen als das. War da gerade ein Rabauz? Ist cool, wenn man auch Rabauz einfach kriegen kann, weil Rabauz ist eigentlich eher selteneres Pokémon. Deshalb ist das auch ganz cool. Ja, also, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich bin schon lange nicht mehr jemand, wo sagt, oh, wie kann Game Freak es wagen, nicht alle Pokémon gleich eins tun. Mittlerweile könnte es mir nicht egaler sein. Bin ich ganz ehrlich zu euch. What? Das Ding ist im Spiel? Das hier? Krass. Das finde ich echt cool. Ist ja eigentlich bisher Legends exklusiv gewesen, aber hier gibt es viele Pokémon Legends Pokémon. Also Hisui Pokémon, sag ich mal so. Ja. Das ist cool. So, und hier müsste es sein. Dort vorne. Wird gerade noch nicht geladen. Aber da vorne müsste es sein. Oder? Also ich habe gerade auf die Map geguckt und eigentlich war das auch richtig. Ja, wir können auf jeden Fall sagen, wie ihr so dieses Gebiet findet. Vielleicht bin ich ja auch Außenseiter, wo ich sage, ja, sieht nicht so cool aus. Ich bin schon dran vorbei. Oh no. Ich muss da lang. Ach, da oben ist es, da. Das Castle dort. Das ist es. Da, die werden wir dann in der nächsten Folge bekämpfen. Mit ihren stahlharten Pokémon. Ich hoffe, ihr seid dann dabei. Aber noch nicht abschalten, noch ist die Folge nicht vorbei. Noch nicht. Erstmal wollen wir mit ihr reden und herausfinden, was wir überhaupt dann nächstes Mal zu tun haben. Canyonplatz. Hier können wir uns auch dahin fliegen jetzt. Yo, was geht ab, Kumpel? Bist du ready? Ja, Erin heißt sie. Ah, 50 BP. Jo. Golden Phone. Vielen Dank. Hiermit bestätige ich deine Teilnahme an der Top 4 Challenge. Und hier kommt sie auch schon. Unsere Ehren. Das ist ein gruseliges Sein, finde ich. Maike. Hier bin ich. Wir sollten unseren Standort wechseln. Bitte folge mir. Jo. Dup, 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 dup. Ich hab's gesehen, wenn man fliegt, dann ist man in Panzer Ehren unterwegs. Finde ich auch lustig. Wo sind wir denn jetzt hier? Großer Berg. Dass jemand wie du sich der Liga stellen darf, ist eine Ausnahme unter den Ausnahmen. Ich war dagegen, doch die Regeln besagen, dass die Akademie darüber entscheidet. Als Mitglied der Top 4 ist es meine Pflicht, die Regeln eisern zu befolgen. Meine Top 4 Challenge wird an diesem Ort ausgetragen. Die Challenge, die ich mir ausgedacht habe, ist ein Flugrennen. Dabei nutzt du die Flugfertigkeiten eines Reit-Pokémon, um in der Kuppel zu fliegen. Erreichst du innerhalb der vorgeschriebenen Zeit das Ziel, so hast du die Challenge bestanden. Fliegst du durch die auf der Strecke verteilten Magnetilo-Ringe, erhältst du mehr Zeit. Ich empfehle dir daher, auf dem Weg zum Ziel durch möglichst viele Ringe zu fliegen. Möchtest du das Flugrennen jetzt beginnen? Wir machen's in der nächsten Folge. Aber wow, fliegen? Das heißt, unendlich fliegen mit... Koraidon oder halt Miraidon, je nachdem, welches Spiel ihr habt. Das klingt interessant. Da bin ich für. Oh, hey. Ich hör so, wenn jetzt die Folge vorbei ist, kann ich ja mal eben hier ein bisschen Shiny an mit den Hukumi hier spawnen.